gleich. So, 3, 2, 1. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Modern Warfare 2 Commentary Match mit Glenky und mir und unserem Nachbarn. Der ist aber gerade nicht da, deswegen ist er ohne uns. Und heute geht es um die 1-Cent-Aktionshäuser und unsere Meinungen darüber. Ja, genau. Ihr überhaupt erstmal versteht, was das Ganze überhaupt ist. Es gibt im Internet nicht bekannte Aktionshäuser, wo man halt normal Geld drauf bietet und die Artikel ersteigert, sondern das Ganze gibt es auch in einer etwas verrückteren Variante. Natürlich bietet man da auch mit Geld auf die Sachen, aber man muss sich diese Gebote erst vorher kaufen. Das System wird gleich der Zielengebel nochmal genau erläutern, damit ihr das genau versteht. Genau. Im Endeffekt geht es darum, dass einem vorgegaukelt wird, dass man Sachen sehr, sehr günstig bekommt. So bekommt ihr zum Beispiel das neueste Smartphone aus dem Hause Apfel für, sagen wir mal, 70 Euro statt 700 Euro, also ihr spart 90% spart ihr da und noch so krasse Angebote, Fernseher für 2,99 Euro oder sowas ähnlich krasses wird auf jeden Fall auf der Seite immer empfohlen, ja, oder genau, beworben, und der Zirngiebel erklärt jetzt, wie das Ganze funktionieren soll in der Theorie. Ja, also ich bin der Zirngiebel und ich erkläre jetzt mal, ja. Und ich erkläre jetzt mal das ganze Zeug da. Also, wie gerade schon gesagt, es gibt Internet-Aktionshäuser, nicht eBay, nein. Es gibt andere, unglaublich viel, tausendmal billigere ungefähr. Und diese Aktionshäuser, die werben einfach mit Top-Produkten zu unglaublich günstigen Top-Preisen. Und diese Top-Preise sind wirklich so gering, also ich kann mich nicht mal so tief bücken, so tief sind die. Und das ist ja echt saukrass, erstmal. Er hat mir heute ein Abonnent darauf aufmerksam gemacht, auf das Thema. Ich habe leider vergessen, wie heißt. Tut mir leid, ich werde es nachtragen. Das ganze Prinzip, wo jetzt das geht, ist eigentlich, man sieht auf so einer unglaublich schön gestalteten Seite einige, ja, Produkte, zum Beispiel, wie schon gesagt, einen riesigen 3D-Fernseher, eine Xbox. Daneben stehen so Preise wie 5 Euro für die Xbox, für den Fernseher zum Beispiel, 4 Euro und sowas. Man denkt sich, ja was, das kann doch nicht sein, sowas Billiges. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einer Kamera ist oder nach Ans, oder man denkt sich, ich kann mal kurz rumshoppen, dann schaut man sich da um und sieht dann das Ganze, die ganzen Gebote da, und dann, das läuft folgendermaßen ab. Es gibt immer eine Aktionsdauer von einem gewissen Produkt, zum Beispiel einen 100 Euro Geschenkgutschein bei irgendeinem Internethändler, und dann fängt das Bieten an bei 0 Euro. Und man muss mit sogenannten Bits bieten. Diese Bits, B-I-D, S, natürlich, Mehrzahl, können wir kaufen mit Echtgeld, und dann bekommt man meistens um die 20 Euro muss man zahlen, und man bekommt eben im Wert von 20 Euro Bits. So, und diese kann man jetzt verwenden zum Bieten. Man kann einmal bieten mit einem Bit, und das steigert dann die Aktionszeit. Und ich glaube, das Spiel ist gerade abgekackt, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube bei mir nämlich auch, weil hier steht die ganze Zeit Spieleinrichtung. Ja. Ich würde sagen, wir cutten einfach an der Stelle und melden uns wieder, wenn wir wieder im Spiel drin sind. Genau, genau. Da sind wir wieder, kurze Host-Migration, aber egal. Und das ganze Prinzip von solchen Host, von solchen 1-Cent-Aktionen ist, ein Angebot wird erstellt, wie gerade schon gesagt. Das ist dann erstmal drin für, weiß ich nicht, 5 Stunden. So, jetzt läuft die Zeit runter, die reguläre Zeit, und dann ist es bei den knappen Minuten. Die knappen Minuten sind ja 10 Minuten noch, dann wird es schon kritisch und so. Man schaut, wer bietet mit und wie viel bieten sie, also immer ein Cent ist ja das Ding. Und dann zählt sich das so runter bis auf die letzten paar Sekunden. Die letzten paar Sekunden sind das der Knackpunkt an der Sache. Das ist auch das Ganze, wo es interessant wird. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere 100 Euro Geschenkkarte, und diese ist wirklich 100 Euro wert, und es steht da, ja, jetzt für 2,05 Euro kaufen. Denkt man sich, oh, da mache ich doch mit, ist ja ein Schnäppchen, ja super, ne? Ja, denkt man sich, ist aber nicht so. Weil das läuft dann folgendermaßen ab. Also es laufen noch immer die letzten 10 Sekunden ab. Dann, wenn man bietet, bei 5 Sekunden ist es wieder oben auf 10 Sekunden. Und das wird so lange gemacht, bis irgendwann die Aktion auf 0 Sekunden abbricht, runtergeht und nicht mehr weiter erhöht wird. So. Dann nehmen wir an, wir bieten mit. Es ist bei 2,05 Euro, meine Fresse. Und wir denken, ah, wir haben sie gleich. Und irgendjemand bietet immer noch mit. Der hat so einen komischen Namen. Der
Ja, zwei Buchstaben und drei Zahlen ist komisch. Ja, wird halt bloß ein bisschen komisch sein. Der Typ, ja, egal. Denkt man sich nichts dabei. Man bietet weiter, man bietet 10, 20, man bietet eine Stunde, man bietet 3 Stunden weiter, man ist schon bei 20 Euro und es wird ja irgendwie nicht besser. Scheiße, ne? Und was ist das jetzt? Der andere geht nicht weg. Ja, wenn man sich fragt, warum der andere nicht weggeht, dann ist es so, dass der andere einfach ein Host ist von dem Betreiber dieser Seite. Ja, wer ein Bot meine ich. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist, ist es folgendermaßen gemeint. Der Anbieter der Seite eben, der erstellt sich Hosts. Und diese Hosts, oder Bots meine ich natürlich, Bots. Mein Gott, da klingt mit seinem blöden Host-Geschwafel. Oh, Ja, halt's no. Maul! Like Und dann bietet man gegen einen Bot. Der Bot erhöht alle paar what? Sekunden. Aus. Und ja, What? der What is your Bot, friend? er bietet alle 10 Sekunden, alle 5 Sekunden und erhöht den Preis ständig. Also man kann gar nicht gewinnen. Und das dient allein dazu, dass der Bieter, also man selber, gibt viel mehr Geld aus, für was das man gar nicht bekommt. Wenn es wirklich mal nach Stunden soweit ist, ich las einiges, wo Menschen mehrere Stunden geboten haben. Der eine hat 4 Stunden für eine Maus geboten, für eine PC-Maus, die eigentlich 50 Euro kostet. Er bekam sie für 42, was ja die 8 Euro, die hätte sie auch sparen können. Dann kam die Auswahl von von der Seite, ob er jetzt wirklich die Maus will oder vielleicht lieber 30 Euro PayPal-Guthaben. Haha, ist doch viel besser. Ja, und er wollte die Maus, bekam sie aber nicht. Aber er kann auch nichts machen, weil die meisten Unternehmen liegen dann ja in Zypern, der Hauptsitz, oder irgendwo anders, wo man halt echt keine rechtliche Chance hat dagegen und wo man einfach gearscht ist dann. Also ein bisschen doof. Die letzte Sache ist noch, dann hat man einfach mit seinen, ja, die Aktion ist beendet, aber es wird nicht gezeigt unter beendete Auktionen. Das heißt also, unser Gutschein ist jetzt beendet, ist aus. Wir haben den bekommen für 50 Euro. Und ja, wo ist jetzt die beendete Aktion? Ja, man sieht sie nicht, die wird nicht angezeigt. Wenn sie beendet ist, dann sieht man halt, was gekauft wurde und so weiter. Aber die machen das einfach so: die lassen die ablaufen, die Aktion. Und ja, dann ist die abgelaufen. Sagen aber, dass es die noch gibt eigentlich. Und dann hat man im Grunde 50 Euro für nichts rausgeschmissen. Man kann es ja sozusagen nicht beweisen, groß. Und dann hat man einfach, man ist gearscht. Also man wirft eigentlich bloß Geld raus bei sowas. Ich würde jedem davon abraten. Man kommt in Versuchung. Natürlich, man denkt sich, oh, ein Fernseher für 20 Euro, so ein 50, 80, 90 Zoll Fernseher. Wow, toller Preis. Ja, aber es ist einfach alles bloß Verarsche. Man bekommt sowas nicht günstig. Wenn man es günstig bekommen will, sollte man auf eBay schauen oder irgendwo anders hin, aber nicht auf solche Seiten, die bringen gar nichts. Ja. Hast du schon mal damit Erfahrung gemacht mit solchen Seiten? Erst einmal wollte ich der Community vermelden, dass ich immer noch am Leben bin. Ja, jetzt bin ich hier ein bisschen raus, weil du hast ja jetzt eigentlich schon so alles gesagt. Ich wollte nochmal auf dieses Thema Zypern, Ausland, Firma, bla bla sprechen. Das sind meistens Deutsche, die dahinter stecken, die natürlich dadurch Geld machen, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gerade gesagt hattest, kosten diese Bits Geld. Ja, habe ich gesagt. Zumindest, ja genau, man muss für diese Gebote bezahlen. Und der Trick dahinter ist, wie schon gesagt wird, man will halt erreichen, dass die Leute diese Bits holen und dann diese kostenpflichtigen Bits nehmen, um Geld zu bieten. Ja. Und dann diesen Artikel eventuell zu ersteigern, in Anführungsstrichen. Ja, wenn man sich jetzt auch mal bedenkt, dass das total die Verarsche ist, was will man dagegen machen, wenn so eine Firma auf Zypern angemeldet ist? Ja. Das Problem dabei ist nicht mal mehr die Tatsache, dass es in Zypern angemeldet ist, sondern dass es meistens nur eine Briefkastenfirma in Zypern ist. Das heißt, die Betreiber, wie ich gerade schon sagte, sind sehr wahrscheinlich Deutsche, die mit diesem Geschäftsmodell halt Geld verdienen, die halt eine Firma in Zypern angemeldet haben. Würdet ihr mal zu der eingetragenen Adresse nach Zypern einfach nur so just for fun hinfahren, hinfliegen, wie auch immer, dann würdet ihr sehr wahrscheinlich dort keine Person antreffen. Zumindest gehe ich davon aus, in einem Großteil der Fälle. Ja. Es ist damals ein bisschen beliebt geworden, auch ich glaube, da gab es da mal Fernsehwerbung von einem Bekannteren, von so einem Anbieter. Ich habe das nämlich früher schon mal gehört. Da ist das auf jeden Fall auch sehr bekannt geworden. Da haben auch schon Leute drüber diskutiert.
Man sollte einfach bei sowas auch irgendwo den gesunden Menschenverstand haben und sich fragen, wie lohnt sich das? Natürlich kann man sich da immer verarschen lassen von Leuten, die da schreiben, ja, da sind Hersteller, die haben irgendwo einen Warenüberschuss oder sonst irgendwas. Ja, Aber selbst wenn man natürlich. einen Warenüberschuss hat, möchte man gerne die Produktionskosten ausgleichen. Ja. Selbst wenn, sagen wir mal, für ein Smartphone, das von einer bekannten Firma ist, welches einen angebissenen Apfel vertritt, sagen wir mal, das kostet 900 Euro, was auch gar nicht mal so unrealistisch ist. Und genau dieses Smartphone wird jetzt zu einem Preis von 20 Euro angeboten. So ein Smartphone von der Firma hat aber bekanntermaßen mindestens Produktionskosten, ich glaube, in Höhe von 200 Euro, habe ich 100 mal Euro. gehört. 100 Euro Ist sogar sau noch. billig. Also sehr billig eigentlich. Aber dennoch würdet ihr dann so ein Smartphone nicht für 20 Euro im Internet finden, weil der Hersteller eben die Produktionskosten ausgleichen will. Ja. Wir wollen jetzt einfach nur mal vom Umsatz weggehen. Der Hersteller will ja keinen Verlust machen, denn wenn der Hersteller die Produktionskosten nicht ausgleicht, macht er an dieser Aktion Verlust. Das heißt, wenn ihr so ein Mega-Angebot habt, müsst ihr euch überlegen, wenn ich da quasi schon diese 80 Euro Produktionskosten und die, ja, die 700 oder 800 Euro Umsatz einspare, womit gleicht der Shop das aus? Womit rechtfertigt der Shop das, dass das finanzierbar ist? Ein Geschäftsmodell müsste eigentlich ganz schnell scheitern und da sollte man dann einfach mal drüber nachdenken, wie rentiert sich sowas, wenn man solche Angebote im Internet sieht. Ja, und jetzt ist Stille, weil der Zirnhiebel nichts sagt, also rede ich Ja, einfach ich dachte, weiter. das war eine Frage. Nee, wird jetzt einfach mal weiter. Ja. Wie gesagt, die Leute müssen das immer rentieren, ausgleichen, wie auch immer. Uns geht es allen ums Geld und natürlich steckt hinter dieser Sache auch ein Geschäftsmodell. Da will euch niemand was schenken, da will euch kein Hersteller irgendwas was zeigen oder sagen, komm, wir haben heute mal einen guten Tag, schmeißen wir mal 10.000 Smartphones zum Produktionspreis raus. Das will euch da keiner. Das Die gibt's wollen auch alle nicht. Geld daran machen und im Endeffekt, was diese Leute da geschrieben haben, ist einfach nur die traurige Realität. Dass dann einfach Leute auf diese Sache reingefallen sind, weil sie gesagt haben, ja, das klingt verlockend, sich dann aber keine Gedanken darüber machen. Tipp vielleicht auch besonders bei den Einkaufen in ganz günstigen Shops, die wirklich Sachen zu Schleuderpreisen anbieten. Immer überlegen, wie kommt der Shop da an? Wichtig ganz besonders im Internet Erfahrungsberichte durchlesen und immer aufs Impressum gucken. Ja. Wenn es ein Shop ist, der einen Firmensitz auf irgendwelchen exotischen Inseln, zum Beispiel wie Zypern oder so hat, ist jetzt nicht unbedingt eine exotische Insel, aber halt so Plätze, wo man das nicht mutmaßt. Wenn das so Firmen wie Zypern sind oder Hongkong oder so, wo sich eigentlich bei so Briefkastenfirmen da niemand was drum schert, dann solltet ihr schon da ein bisschen Bedenken haben und euch fragen, warum sitzt der Anbieter nicht in Deutschland, was hat er hier zu verbergen? Denn in Deutschland könnte sich so eine Firma nicht lange halten, wenn sie so ein betrügerisches Geschäftsmodell hätten. Dann würde sofort der Verbraucherschutz kommen, dann würde es Ärger geben, dann würde es Klagen geben, bla bla etc. pp. Und das Geschäft wäre ganz schnell dicht. Genau. Und das Geschäftsmodell würde dann quasi auch nicht funktionieren. Also da einfach mal die Augen aufhalten als Tipp von meiner Seite. Genau, würde ich auch sagen. Und es wäre zu schön, also ich dachte mir auch schon gerade, ja, eine Xbox 360, natürlich verkaufen die für 6 Euro, ja, am Arsch oder was. Und andere Sachen auch einfach viel zu günstig. Wenn man mal wirklich, wie schon gesagt hast, nachdenkt mit einem gesunden Menschenverstand, das ist einfach unmöglich. Wenn es wirklich sowas gäbe, dass irgendwo eine Xbox für 5 oder 6 oder sagen wir mal 10 Euro verkauft würde, ja. Da wird irgendjemand alle aufkaufen und dann die verkaufen wieder teurer. Ist doch logisch. Also, ja, na gut, aber egal. Das ist das weitere System Ja. dahinter. Man überlegt sich dann natürlich, scheiße, einen vom Payflow gestorben. Na Ja. egal. Man überlegt sich dann natürlich auch nicht so richtig. Es gibt ja Leute, die das vielleicht geschäftlich nutzen, die sagen können, okay, das kennt vielleicht noch nicht jeder, warum kaufe ich mir jetzt nicht einfach mal, bleiben wir bei der Xbox 10 Xboxen für den Preis von 15 Euro, dann gebe ich 150 Euro aus und sagen wir mal, ich verkaufe das Ding, damit es schnell wegkommt, für 100 Euro neu. Dann verkaufe ich diese 10 Stück für 100 Euro, habe ich 150 Euro ausgegeben und 1000 Euro bekommen würde, dann summa summarum wird das dann 1000 minus 150 wären 850, dann hätte man mal eben 850 Euro Gewinn gemacht an so einer Sache. Ja, perfekt, oder? Allein da könnte man sich dann ja schon so überlegen, dass da irgendwas nicht ganz richtig sein könnte. Ja.
Ich würde jetzt gern unglaublich böse Schimpfwörter benutzen, aber ich mache es trotzdem nicht. Also, was sind denn das für dumme, oder? Also, ich meine, oder? Ja. Ja, genau. Gibt's doch nicht, oder? Alle campen rum. Oh Gott, aber Was egal. sollen sie machen? Die sind halt scheiße. Ja, die Ich sind camp hier wirklich gerade, ich mache so scheiße. ein bisschen Area Camping hier gerade bei A und rape den gerade den Spawn kaputt. Ja. So ein bisschen assi, aber meine Stats sind eh nicht so besonders und wenn sie jetzt hier mit Akimbo-Waffen auf mich zurennen, dann haben sie es auch irgendwo verdient. Genau. Ja, wenden wir einmal auf das Scoreboard zeigen und der gucken, Entschuldigung, und der Zirngiebel nichts weiter zu sagen hat, dann seht ihr, dass die Aufnahme schon fast am Ende ist. Ja, genau. Und Schluss, bevor noch irgendwer was sagt, was nicht lustig ist. Ich würd's, jeder würd's machen, wenn es wirklich real wäre, aber das ist unreal, deswegen machen wir es nicht. Seien wir gescheit, sparen wir unser Geld und schicken es lieber dem Zirngiebel und dem Klänki. Nee, das war Genau. unwitzig, ja. Ja, das war schlicht. Ja, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auf Wiedersehen.